Wuff. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Du hast eine Pflanze im organischen Substrat und möchtest sie im mineralischen übertragen oder du möchtest halt auch mal Semi-Hydro ausprobieren. Dann bist du hier genau richtig. Das heißt, wie würde ich in dem Video gerne vorgehen? Ich würde zuerst gerne einen kleinen Monolog halten. Das heißt, was alles wichtig ist, worauf ihr achten müsst, welche Pflanzen gut für Semi-Hydro geeignet sind, welche nicht so gut. Dann habe ich eine Pflanze mitgebracht, eine Anthurium radicans X. luxurians. Die steht auch noch in Erde. Ach, fantastisch, oder? Diese Pflanze. Die würde ich dann mit euch gerne sozusagen in Semi-Hydro umgewöhnen. Ich habe auch schon eine Alternative hier, damit ihr so ungefähr wisst, wie groß die Wurzeln sind, wenn ich sie wirklich umtopfe. Und dann ist das Video fertig. Fangen wir mit dem Monolog an. Wenn du darauf keine Lust hast, ich habe bestimmt unten irgendwelche Kapitel eingeblendet, dann kannst du gleich den Teil überspringen. Aber fangen wir doch direkt an. Und zwar, ganz wichtig, also welche Pflanzen sind generell gut oder nicht so gut für Semi-Hydro geeignet? Ich habe persönlich schon ziemlich fast alles umgetopft, das heißt von Monstera deliciosa, Thai Constellation oder Monstera generell, viele Dendren, Heuer, Syngonium, Anthurien. Ich habe irgendwas vergessen? Nee, ich hoffe nicht. Von den Arten sind eigentlich mit Abstand die Anthurien die einfachsten, wenn es jetzt darum geht, die Pflanzen oder die Wurzeln an Wasser zu gewöhnen. Also meistens kann ich die Pflanze schon nach 2 Wochen direkt in den Topf stecken und die Sache ist gegessen. Also weil ich hatte so das Gefühl, dass je dicker die Wurzeln sind von der Pflanze, desto schneller geht der Umgewöhnungsprozess. Das heißt, was passiert beim Prozess? Die Pflanze verliert so eigentlich ein Drittel der ganzen Blätter und auch so 1 bis 2 Drittel der ganzen Wurzeln normalerweise. Das heißt, warum passiert das? Die Pflanze stellt sozusagen von Erd- auf Wasserwurzeln um. Das heißt, die ganzen Haarwurzeln zum Beispiel sterben ab. Die Pflanze zieht die Energie aus den untersten Blättern, zieht sie ab, um dann sozusagen die Energie in die Bildung von neuen Wasserwurzeln zu stecken. Und deswegen sieht die Pflanze auch eigentlich immer ein bisschen komisch aus. So die ersten paar Wochen, weil da ist dann wirklich Krisensitzung bei der Pflanze angesagt und die muss sich jetzt wirklich erstmal daran gewöhnen, an diese neue Situation. Das ist völlig normal. Wenn du damit noch keine Erfahrung hast, dann würde ich dir nicht gleich eure Lieblingspflanze empfehlen, sondern schneidet euch vielleicht erstmal einen Steckling oder nehmt die Pflanze, wo ihr sagt, das wächst sowieso wie Unkraut. Ich habe da auch so ein paar Pflanzen. Oder versucht es halt erstmal damit. Oder eine Pflanze, ach, die kann ich nicht leiden. Wenn es gelingt, ist cool. Wenn nicht, ist halt nicht cool. Macht halt damit erstmal euch so ein paar, macht erstmal so ein paar Erfahrungen damit. Das würde ich halt euch empfehlen. Versucht das nicht. Ich habe einen Fehler gemacht, als ich neu war mit dem Thema. Ich habe meinen großen Ficus, meinen Gummibaum umgetopft. Der war richtig groß. Ich glaube, der ging mir, glaube ich, bis zur Schulter oder so. Macht es damit nicht. Also ja, es wird funktionieren. Die Pflanze wird dann auch auf Semi-Hydro stehen, aber die Pflanze wird nicht mehr so, sieht nicht mehr so schön aus. Das heißt, die Pflanze hat dann unten wirklich 1 bis 2 Drittel keine Blätter mehr. Das heißt, ihr habt dann irgendwie so kahle Stängel und dann oben habt ihr so ein paar Blätterchen dran. Weil je größer die Pflanze, desto länger dauert es, desto schwieriger ist es halt auch, weil die Pflanze ist halt schon in dem Substrat etabliert. Sie weiß, was sie hat. Und deswegen ist es dann halt noch schwieriger und es sieht dann halt auch einfach nicht mehr schön aus. Das heißt, macht euch einen kleinen Steckling und dann sehen wir uns zum zweiten Kapitel oder zum dritten denn wieder. Das würde ich euch eher raten. Wenn ihr die Pflanze umgestellt habt, dann würde ich euch Folgendes empfehlen, und zwar dieses AP-2, H eben Digital zum Beispiel. Zum Beispiel, ihr könnt auch andere Sachen nehmen, das kostet 10, 15 € oder so auf Amazon. Warum empfehle ich euch das? Und zwar, ihr müsst, also für mich, ich habe Semi-Hydro so definiert, in dem Substrat soll wirklich nichts anderes sein, außer das Substrat und die Wurzeln. Nichts, keine Erde, keine Rinde, kein organischer Dünger, nichts, sondern nur Wurzeln und die dicken Steine. Und zwar warum? Alles, was organisch drin ist, fängt irgendwann an zu schimmeln und das wollt ihr nicht. Oder dann kriegt ihr irgendwelche Viecher und nee, willst du nicht.
Genau. Und zu diesem Gerät. Meistens ist es halt so, dass auf den Dünger, auf diesen Düngerpackungen immer draufsteht, wie viel er düngen soll. Das gilt für Semi-Hydro nicht. Und zwar ist es dafür, es ist abhängig, wie viel Dünger ihr reingebt, je nachdem, wie gut euer Leitungswasser ist. Und zwar misst dieses Gerät den Mikrosiemenswert. Was ist das? Mikrosiemens gibt halt an, wie viele gute oder schlechte Stoffe im Wasser sind. Je höher dieser Wert, desto schlechter. Denn ab einem gewissen Wert verbrennen eure Wurzeln. Das ist so individuell, je nachdem, wie gut oder schlecht euer Leitungswasser ist. Ich habe relativ schlechtes Leitungswasser. Ich hab mal abgemessen, jetzt den gesunden Mittelstrahl, dass ich so auf was zwischen 500 bis 700 Mikrosiemens komme. Das ist sehr hoch. Das heißt, wie dünge ich? Ich dünge halt eigentlich immer auf einem 5-Liter-Eimer, gebe ich 6 Milliliter Wasser hinzu. 6 Milliliter Dünger hinzu. Das heißt, ich habe dann so eine kleine Pipette und gebe dann einmal die Stoffe dazu. Das heißt, ich komme dann eigentlich immer so auf die 1000 Mikrosiemens. Das ist für mich Kante, denn ab 1200, 1300 verbrennen bei mir wirklich die Wurzeln und das ist halt wirklich schon die Kante. Ich dünge damit auch alle meine Pflanzen mit dem gleichen Wasser, egal was es ist, Philodendron, Alocasia, Heuer, es ist mir egal, gleiches Leitungswasser, auch egal wie groß die Pflanze ist. Gleiche über das ganze Jahr, auch im Winter. Im Winter trinken sie natürlich nicht so viel. Das würde ich euch wirklich empfehlen. Nicht, dass ihr euch halt wundert, oh, meine Pflanze hatte doch so schöne Wurzeln und jetzt stirbt sie irgendwie ab oder so. Dann habt ihr höchstwahrscheinlich einen zu hohen Mikrosiemenswert. Das heißt, testet euch erstmal ran, so ganz langsam, was bei euch so die Grenze ist. Ich lasse meine Pflanzen auch schon sehr gerne. Oder ihr könnt die Pflanze auch bis zu einem gewissen Grad auch im puren Leitungswasser stehen lassen. Bloß ab einer gewissen Grenze kriegt ihr dann halt so ein paar gelbe Stellen, dass die Pflanze dann halt mehr Nährstoffe will, die sie natürlich nicht kriegt, weil ihr keinen Dünger dazu gibt. Und dann müsst ihr euch so langsam rantasten, oh, vielleicht mal einen halben Milliliter oder einen Milliliter Dünger hinzu und dann funktioniert das halt auch ganz gut. Genau, Mikrosiemenswert, ganz cool. Wenn ihr dann halt noch ein bisschen fortgeschrittener seid, dann könnt ihr halt noch den pH-Wert des Wassers messen. Denn das kostet halt auch so 5 oder 10 Euro. Das gibt es auch, glaube ich, die beiden gibt es auch im Bundle, die beiden zusammen. Denn wenn ihr euch jetzt einen Dünger holt, gewisse Stoffe sind nur in einem bestimmten pH-Wertbereich lösbar. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen super schicken Dünger habt, ihr düngt aber, weiß ich nicht, mit einem pH-Wert von 7 und die zwei Drittel der Stoffe sind aber erst ab einem pH-Wert von 5 bis 6 lösbar, dann bringt es euch nichts. Ne? Also so ein pH-Wert würde ich dann eher so für die fortgeschritteneren Leute empfehlen. Genau. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Das heißt, Mikrosiemens hatten wir, Wasser hatten wir, genau, Töpfe. Welche Töpfe könnt ihr benutzen? Wenn ihr die Pflanze dann halt umgestellt habt, ihr könnt halt eigentlich so ziemlich alles verwenden an Töpfen. Natürlich sind halt Töpfe, also ich habe zum Beispiel die Corona 1312 Töpfe verwendet. Das sind relativ kleine Töpfe, weiß, die haben ja so einen kleinen Einsetzer, die stehen auch wirklich direkt unten, also direkt unten am Topf. Die haben ja so einen kleinen Wasserstandsanzeiger. Und dann wisst ihr halt eigentlich immer, wie viel Wasser ihr da reinmachen müsst. Ich mache eigentlich immer bis zur Hälfte. Und das ist es dann. Ihr müsst halt auch dran denken, dass ihr die Pflanze natürlich, weil die Pflanze die ganze Zeit in dem Wasser steht, die Pflanze ab und zu mal durchzuspülen. Das heißt, die ganzen Nährstoffe, der ganze Dreck, der sich dann im Substrat gesammelt hat, dass ihr das halt dann einmal durchspült. Für meine großen und teuren Pflanzen, die mache ich wirklich alle 14 Tage oder so. Bei meiner Mutter stehen die Pflanzen aber auch schon seit Monaten im gleichen Substrat, ohne einmal durchgespült zu werden. Das macht der Pflanze auch nichts. Mythos, weiß ich nicht. Ich schlafe besser, wenn meine Pflanzen durchgespült sind. Müsst ihr ja, glaube ich, aber nicht. Genau, das war das. Das heißt, wenn ihr auch mit dem Thema ein bisschen neu seid, sucht euch jetzt nicht direkt gleich eure Lieblingspflanze.
Oder wenn ihr sagt, boah, ich habe ja so eine schicke Pflanze, sondern macht das erstmal, wenn ihr damit noch keine Erfahrung habt, erstmal mit einer Pflanze, wo ihr sagt, boah, das wächst sowieso wie Teufel, da kann ich mal einen Ableger schneiden, dann sehen wir uns im dritten Kapitel oder im nächsten Kapitel wieder. Oder ihr habt eine Pflanze, wo ihr sagt, ja, kann ich nicht leiden, wenn es gelingt, ist cool, wenn nicht, dann ist auch gut, um erstmal eine gewisse Erfahrung zu sammeln, denn das ist halt schon so ein kleiner Unterschied. Ich finde es halt schön, generell, wenn man im Urlaub fährt, dann mache ich das, dann mache ich die Pflanze wirklich komplett voll und dann überlebe ich irgendwie 2,5 Wochen, bevor die ersten Pflanzen wirklich austrocknen. Das finde ich wirklich sehr schön. Genau, aber dieses Mikro-Siemens-Messgerät, das solltet ihr halt wirklich schon haben. Also gut, wenn ihr nur eine Pflanze habt, dann ist es halt noch nicht so schlimm. Wie gesagt, bis zu einer gewissen Größe ist noch alles in Ordnung. Aber wenn die Pflanzen dann halt irgendwie so aussehen oder so wie hinten, dann solltet ihr da halt schon ein bisschen aufpassen mit. Genau, das heißt, Schritt Nummer 2, wir fangen jetzt an. Und zwar haben wir jetzt eine, du hast im besten Fall dir schon eine Pflanze ausgesucht, die du jetzt gerne umtopfen wollen würdest oder in Semi-Hydro gewöhnen möchtest. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, meine Arthurium radicans X luxurians. Das heißt, wie gehen wir jetzt halt vor? Und zwar, wir müssen zuerst die Pflanze aus dem Substrat oder das Substrat komplett entfernen. Ich würde halt eigentlich ein bisschen aufpassen, denn wenn die Pflanze genau gerade am Blühen ist, so wie, na seht ihr nicht, ne? Aber hier die Pflanze hat hier so einen kleinen Blütenstamm, dann würde ich die Pflanze nicht umtopfen oder den Blütenstamm dann halt abschneiden, wenn ihr ein neues Blatt kriegt. Gut, eins ist in Ordnung. Aber wenn die Pflanze gerade ein bisschen größer ist und da rollt sich gerade so ein frisches, saftiges Blatt ab oder aus, dann würde ich das halt auch nicht machen, denn die Pflanze steckt gerade wirklich alle Energie in das neue Blatt. Und es wäre halt nicht schön, wenn ihr in dem Augenblick sagt, Chaos! Von daher machen wir jetzt das. Und zwar, wir nehmen jetzt die Pflanze aus dem Substrat. Ich würde euch auch empfehlen, die Pflanze ein paar Tage vorher nicht zu gießen, dass das wirklich trocken ist. Denn wenn das Substrat ein bisschen nass und klebrig ist, dann klebt euch das Ganze an den Wurzeln, dann ist es halt noch schwieriger. Das heißt, wenn es eigentlich fort trocken ist, dann ist es eigentlich genau das, wie ihr das haben wollt. Und das machen wir jetzt. Habe ich dafür jetzt eine gewisse Taktik? Nö, ich mag den Fingerbohrer immer gerne. sehr schön. Ja, genau, das habe ich auch schon vermutet. Die Pflanze sieht eigentlich ganz gut aus. Man kann es so machen, ohne dass das. Genau, das sieht doch eigentlich schon sehr, sehr schön aus, die Wurzeln. Also, die ganze Erde muss ab. Was machen wir jetzt? Warum habe ich eigentlich alle meine Pflanzen in Semi-Hydro? Das ist eigentlich auch ganz nett. Wir haben hinten auf dem Hof einen kleinen Komposthaufen. Und in dem wachsen eigentlich immer na, Trauermücken. Die kommen dann entweder vorne über oder durch die Fenster. Und deswegen kann ich halt wirklich keine Pflanze länger als irgendwie ein paar Tage in der Erde stehen lassen, ohne dass da jetzt direkt Trauermücken drauf landen. Ich habe mal nachgezählt, ich habe meine Pflanze wirklich 3 Tage in der Erde stehen lassen, habe sie gewässert und habe darauf wirklich 5 Trauermücken gefunden. Und entweder Semi-Hydro oder gar nicht. Deswegen habe ich eigentlich alle meine Pflanzen in Semi-Hydro. Das heißt, wie gehe ich jetzt halt vor? Das heißt, ich nehme jetzt eigentlich, ich bohre halt so mit dem Finger ran. Gut, bei der Anthurie ist es wirklich sehr einfach, denn die Wurzeln sind auch sehr dick. Und bohre jetzt hier mit dem Finger so rein und versuche halt so ein bisschen rauszuhöhlen. Oder wenn ich jetzt nicht weiterkomme, dann nehme ich mal eine andere Stelle und bohre dann hier mit dem Finger so ein bisschen rein und versuche so ein bisschen Erde rauszukratzen. Geht da aber so behutsam vor, wie es geht. Ihr könnt auch so ein bisschen schütteln, so ein bisschen Ruppigkeit verträgt die Pflanze halt schon. Genau. Wie gesagt, Anthurien sind halt wirklich die, also von den Pflanzen, die ich aufgezählt habe, so mit einer der einfachsten, die ihr umtopfen könnt. Weil die Wurzeln einfach so dick und flauschig sind. Ich glaube, ich hatte noch nie Pflanzen gehabt, die wirklich so einfach umzutopfen sind. Das ist wirklich wahnsinnig mit den Dingern. Die Alokasien verstehe ich nicht. Die sind irgendwie so zickig.
egal was ich mit denen mache. Die mögen mich nicht, ich mag die nicht. Genau, also ich glaube, ich fummel jetzt hier mal ein bisschen weiter und sehe euch dann gleich wieder, wenn es halt soweit ist. Oder ich mache, ich spule irgendwie vor, dann kriege ich da Fahrstuhlmusik. Ich habe gerade gemerkt, in dem Topf sind zwei Pflanzen drin. Ne? Moment, wenn ich sie jetzt teile, also genauer eigentlich jetzt hier, wo ich meine Hand habe, das ist die eine Pflanze, das ist die andere Pflanze. Und deswegen, ich habe gerade ziemliche Probleme, hier die Erde loszukriegen, also gerade an dem Stück, weil hier es ist halt wirklich pure Wurzeln. Und hier unten komme ich halt nicht so wirklich durch, weil die Wurzeln wirklich so dicht sind. Das ist wirklich sehr schwer. Und ich versuche jetzt halt mal die Pflanze ein bisschen zu trennen. Ich hoffe, es gelingt mir, denn früher oder später muss ich sowieso die Pflanze trennen. Denn irgendwann klauen die sich gegenseitig die Mineralien und eine geht halt sowieso ein oder ich habe denn da zu viele Wurzeln in dem Topf. Das hatte ich zum Beispiel bei meiner Gloriosum. Ich hatte da so einen richtig schönen großen Topf mit 5 Gloriosum drin oder so. Ich habe die dann irgendwie immer abgeschnitten und dann ist es halt alles gewachsen. Aber irgendwann waren da so viele Wurzeln drin, dass sie dann früher oder später halt einfach verfault sind. Oder die Wurzeln nicht genug Sauerstoff gekriegt haben und deswegen angefangen haben zu faulen. Das ist bei mir eigentlich immer so das Lieblingsding, weswegen ich Wurzelfäule kriege. Oder nicht ich, meine Pflanzen. Genau, ich fummel jetzt hier nochmal ein bisschen weiter und versuche die Pflanze loszuwerden, zu entheddern und dann sehen wir uns bestimmt gleich wieder, oder? Ich mach mal weiter. So, da sind wir wieder. Und zwar, ich habe es geschafft, die zwei Pflanzen zu trennen. Das musste ich halt einfach machen. Genau, was ich halt auch noch gemacht habe, also das heißt, so sollten die Wurzeln halt eigentlich bei dir im besten Fall halt aussehen, wenn du sie jetzt halt aus der Erde nimmst. Das heißt, ja, man kann halt genau an diesem Stück, hier an diesem Stück, das ist halt besonders wichtig, genau da, wo die Wurzeln halt rauskommen, dass das so frei wie möglich ist. Hier habe ich jetzt halt auch noch, oder so zum Beispiel, hier in der Mitte ist noch ziemlich viel oder klebt noch ein bisschen was an den Wurzeln, das machen wir aber gleich noch. Das ist das, was ich ja auch noch gemacht habe. Hier, ich habe euch ja eben gerade gezeigt, hier war so ein, hier unten gerade so ein fest gewurzelter, ineinander klebender Wurzelblock. Den habe ich jetzt halt versucht, oder weil die Wurzeln so schön dick sind, zu befreien. Das heißt, dass das hier so wirklich so schön locker und fluffig rumschlabbert. Das macht es jetzt im nächsten Schritt ein bisschen einfacher. Wenn nicht, ist halt auch gut. Aber ich habe es halt einfach gerne, damit die Chancen ein bisschen größer sind, dass ich das hier so ein bisschen entheddere, die Nudeln. Genau, also müssen jetzt halt auch nicht zu dolle frei liegen, aber damit man halt besser daran kommt, wo man halt ran will, und zwar genau hier in die Mitte, ne? Genau da ist jetzt noch sehr viel Erde, das muss ich gleich noch sauber machen. So, wenn ihr das bis hierhin geschafft habt, gratuliere. Jetzt könnt ihr theoretisch, jetzt kommt der nächste Schritt, und zwar werden wir die Pflanze jetzt abspülen. Das heißt, wir gehen jetzt in die Badewanne oder in den Garten, wenn ihr zum Beispiel einen habt. Legt da vielleicht irgendwie eine kleine Box drunter, damit euch das nicht alles in den Abfluss fließt und macht jetzt die Wurzeln sauber. Das heißt, wie gehe ich jetzt halt vor? Ich gehe, ohne irgendwie zu schrubben, ohne irgendwie einen Schwamm zu nehmen, machen wir jetzt die Wurzeln sauber. Dass das wirklich so, der Schritt ist wirklich sehr wichtig. Und zwar, das muss jetzt so sauber sein, wie es nur irgendwie geht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Wurzeln habe, an denen jetzt wirklich die Erde klebt, wie zum Beispiel diese weißen Dinger hier, das sieht man hier ganz gut, oder an manchen Wurzeln klebt halt einfach die Erde dran. Ne, sowas wie das hier, da würde ich dann so ganz sachte, so mit dem Finger immer mal ein bisschen rubbeln. Ne, wenn ich jetzt hier zum Beispiel dran rubble, dann geht da jetzt halt auch schon ein bisschen was ab. Das würde ich zum Beispiel unter Wasser machen. Genau gerade den Teil, den ich dir schon mal gezeigt habe. So,
gut wie es geht von Erde befreien. Das heißt, das müsst ihr halt wirklich, wirklich sehr gründlich machen. Das heißt, wenn da noch irgendwie ein bisschen was dran klebt, dann landet das alles im Substrat. Das fängt an zu schimmeln an. Die Erde, die Wurzeln sterben euch, weil dann auch zu viele Mineralien drin sind. Und das wollt ihr nicht. Und deswegen gehen wir jetzt so gemeinsam ins Badezimmer oder ihr in euers, ich in meins und machen die Wurzeln sauber und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Wir sind zurück aus dem Badezimmer. Das heißt, so sollten die Wurzeln aussehen. Das ist schon ziemlich, ziemlich sauber. Ein paar klebt halt immer noch ein bisschen Erde dran, aber das ist halt völlig normal. Das ist die eine. Das ist die größere hier. Schon wirklich sehr sauber. Bei den großen Wurzeln ist es halt einfach sehr einfach. Ne, da könnt ihr dann halt einfach hier so ein bisschen dran reiben und dann geht der größte Dreck halt schon ab. Und mehr wollt ihr halt auch nicht. Dann könnt ihr euch irgendwie noch hier an dem Stamm noch so ein paar alte Blätter entfernen, wenn ihr sie halt eh schon nackig habt. Aber der Schritt ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Macht das wirklich ruhig, macht das gründlich, dass gerade hier, wo die ganzen Wurzeln rauskommen, dass der Bereich halt wirklich sauber ist oder dass der da überall rankommt. Genau. Super Wurzeln. Nächster Schritt. Das heißt, ihr habt jetzt eure ganzen Pflanzen bereinigt von Erde und Dreck. Und wie geht es jetzt weiter? Und zwar, also ihr habt jetzt, oder es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich packe gerne meine Pflanzen in eine Wachstumsbox oder etwas Ähnliches, wenn ihr sowas nicht habt. Und da bleibt dann die Pflanze zwischen 3 bis 6 Monaten, bis die Pflanze sich wirklich akklimatisiert hat. Bei Anthurien geht es wirklich sehr viel schneller. Und dann kommt sie halt in den Selbstbewässerungstopf. Oder ihr könnt die Pflanze jetzt auch direkt einpflanzen. Davon würde ich jetzt aber eher ein bisschen Abstand nehmen, denn man sagt halt eigentlich, dass ihr die Pflanze nach einem Monat aus dem Substrat wieder rausholen müsst, um dann sozusagen das ganze Abgestorbene, die ganzen abgestorbenen Wurzeln und die Erde, die da eigentlich immer noch dran klebt, dann halt wirklich alles zu entfernen, um sie dann wieder neu einzutopfen. Das ist mir zu viel Arbeit. Von daher sage ich, okay, ich bin wirklich immer noch sehr erstaunt, wie viel Dreck aus der Pflanze kommt, obwohl man es halt wirklich schon sehr sauber gemacht hat. Deswegen stecke ich meine Pflanzen in eine Wachstumsbox. Wenn ihr wissen wollt, dann klickt da oben, wie ihr die aufbaut. Wenn ihr sowas nicht habt, ihr könnt halt auch eigentlich einfach so einen kleinen Fruchtbecher nehmen. Die haben oben noch so einen kleinen Deckel. Da könnt ihr dann wirklich sehr kleine Pflanzen reinpflanzen. Oder ihr könnt auch einfach eine Plastiktüte drum machen. Wichtig ist halt nur, dass die Pflanze während der Umstellung eine hohe Luftfeuchtigkeit hat und ich stelle meine Pflanzen in normales Leitungswasser. Das heißt, nicht düngen, das braucht ihr jetzt erstmal in dem Fall nicht. Da ist jetzt erstmal genug Chaos und genug Unruhe in der Pflanze. Und genau, 3 bis 6 Monate. Ich wechsle eigentlich wenn ich die Pflanzen wirklich gerade frisch umgetopft habe, in den ersten Tagen eigentlich jeden Tag das Wasser. Ich bin eigentlich immer wieder entsetzt, wie viel Dreck da wirklich immer noch rauskommt. Bis ich dann halt sehe, okay, jetzt so am dritten Tag, da ist nicht mehr so viel Erde, okay, dann kannst du auch bis nächste Woche warten, um das dann halt einmal die Woche zu wechseln. Genau. Das heißt, wie sollten die Wurzeln? Das heißt, ihr habt jetzt entweder eure Pflanze in eine Plastiktüte gepackt oder in eine Box. Das heißt, wie sollten die Wurzeln jetzt halt aussehen? Gut, dass du fragst. Und zwar, ich habe hier schon mal eine Anthurium germanii vor ein paar, 2, 3 Wochen, glaube ich. Das genau das gleiche Spiel gemacht. Nein, das ist dein Epipremnum, dich will ich nicht. Genau, das sollte jetzt alles sein. Machen wir schnell wieder zu. So sehen die oder meine Pflanzen aus, wenn ich sie ein umtopfe. Ach, Mann, das waren noch 2 Pflanzen. Genau, hier. Ha. Genau. Das hier war zum Beispiel eine Pflanze. Ne, also eigentlich genau das gleiche Spiel
Die Wurzeln sehen eigentlich immer noch genauso aus. Die Blätter sehen noch genauso aus. Also ich verliere halt wirklich kaum bis gar keine Blätter während der Phase. Das ist wirklich erstaunlich, was mit den Anthurien da geht. Hier ist in dem Fall sogar noch mehr. Genau, hier ist zum Beispiel eine alte Wurzel. Die mache ich jetzt halt einfach ab. Da ist noch ein Epipremnum dabei. Dich will ich nicht. Genau, also die Wurzeln sehen eigentlich wirklich fast noch genauso aus. Da klebt auch immer noch ein bisschen Dreck dran. Das ist jetzt halt für den Schritt erstmal völlig in Ordnung. Und den Schritt würde ich jetzt sagen, okay, den pflanzen wir jetzt ein. Also was ich jetzt theoretisch noch machen würde, hier ganz unten kleben so ein paar Blätter dran, die würde ich jetzt einfach abmachen, denn die sind im Substrat und das will ich nicht. Genau. Ich würde sogar, genau, hier gibt es noch ein paar Blätter, die würde ich jetzt auch abmachen. Da und da. So, und ich glaube, das müsste es jetzt gewesen sein. Genau. Und jetzt können wir die Pflanzen gemeinsam einpflanzen. Das heißt, welche Töpfe könnt ihr nehmen? Wie gesagt, entweder die Corona 12-13 Töpfe. Das sind diese kleinen weißen Töpfe mit so einem schwarzen Ding da innen drin und dem Wasserstandsanzeiger. Das funktioniert super. Die habe ich eigentlich immer genommen. Welches Substrat könnt ihr nehmen? Also, nee, oder das hier. Da bin ich ein sehr großer Fan von. Das ist ein super Venti-Pot. In der Größe 3,5 Liter, glaube ich. Die haben hier unten noch so kleine Füßchen. Die haben hier in der Mitte so kleine Ritzen. Genau, unten theoretisch, nein, nicht gerade aufs schwarze T-Shirt. Genau, die haben unten Ritzen und das macht sich halt super in so einem kleinen Topf. Den Link von beiden Sachen findet ihr auch in der Videobeschreibung. Das heißt, der passt hier wirklich perfekt rein. Okay, genau. Ja, weil hier sind jetzt keine Ritzen drin oder das wackelt nicht. Das hat wirklich perfekt, das schließt perfekt ab. Und deswegen mag ich die Töpfe. Das heißt, ich mache eigentlich immer so viel Wasser rein. Hier bildet sich eigentlich immer so ein bisschen Luftfeuchtigkeit. Das heißt, entweder die Wurzeln können hier oben Wasser aufnehmen oder hier unten dann die Nährstoffe. Deswegen mag ich die Kombo. Hat aber auch den Nachteil, hier wachsen dann immer ein paar, wenn ihr das wirklich in die Sonne stellt. Dann wachsen natürlich hier unten immer ein paar Algen. Das heißt, wenn ihr die Pflanze spült, dann auch immer ein bisschen sauber machen. Das ist der Nachteil, wenn man dann halt so schön die ganzen Wurzeln sieht. Welches Substrat könnt ihr benutzen? Ich finde persönlich, dass es eigentlich egal ist, was ihr benutzt. Das heißt, ihr könnt Ceramis, Ponnen, Bleton bzw. Lecker, ihr könnt auch dieses weiße Zeug, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Wo ihr aufpassen müsst, damit das, weil das staubt so sehr. Ich habe auch schon manche YouTuber gesehen, die machen das mit Aquariensteinen. Manche mischen sich da selber was zusammen. Das ist mir eigentlich persönlich egal. Das Einzige, was mir wichtig wäre, bei kleineren Pflanzen, bei der Größe ist es eigentlich völlig egal, was ihr nehmt. Bei größeren Pflanzen, das heißt alles, was hier so hinten steht, da bin ich eigentlich ein sehr großer Freund von Blähton geworden. Jetzt waren sie lecker, das sind diese kleinen Kackekugeln. Das hat halt einfach nur ein bisschen was mit dem Gewicht zu tun. Das heißt, hier Ponnen interessiert mich nicht, ne? Aber wenn es dann irgendwie schon so in die oder in 25 Liter Eimer geht, die bei mir hier hinten stehen, da hebe ich keinen Ponnen mehr hoch. Das heißt, wenn der Ponnen dann halt erstmal der Ponnen, das Ponnen, wenn das Substrat dann halt erstmal nass ist und ihr das irgendwie aus der Badewanne hochheben müsst, das hebe ich nicht mehr hoch. Das ist mir zu schwer. Von daher benutze ich dann eigentlich überwiegend nur noch Blähton. Das heißt auch zum Beispiel diese Super Venti-Pötte, die sind perfekt für Blähton. Das wiegt nicht viel. Das hat noch so ein bisschen, dass die Pflanze genug Luftfeuchtigkeit und genug Luft kriegt. Das ist halt perfekt dafür. Ich hatte aber auch die ganzen Pflanzen vorher hier in Ponnen stehen. Funktioniert halt auch super. Ist halt eigentlich euch überlassen. Ne? Also da könnt ihr halt eigentlich nehmen, was ihr wollt. Es interessiert nicht so wirklich, wenn die Pflanze eingeht, dann liegt es eigentlich immer nicht am Substrat, sondern dann ist es halt eigentlich immer einfach ein Nährstoffding. Wie gesagt, ihr könnt die auch erstmal super in Wasser stehen lassen, also sowohl wenn ihr jetzt gerade an der Akklimatisierungsphase seid, als auch ihr habt die Pflanze jetzt hier drin. Das spielt auch überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, was würde ich jetzt halt machen? Genau, ich würde die Pflanze jetzt sozusagen
Vorbereitet haben wir sie ja schon. Na, ich würde sie jetzt hier eintopfen. Genau, die Pflanze jetzt hier reinstecken, dann ein bisschen Ponden drüber oder Blähton und dann ist es das. Dann mache ich hier unten drunter noch ein bisschen Wasser rein und dann ist das das. So, und mehr würde ich jetzt mit der Pflanze nicht machen. Und das war es jetzt auch eigentlich schon. Genau. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Macht ihr das vielleicht anders? Habt ihr vielleicht noch andere Tipps und Tricks? Dann würde ich mich sehr freuen. Habt ihr vielleicht damit ein Problem? Dann helfe ich euch da natürlich auch sehr gerne bei, sofern es jetzt halt über das Internet halt möglich ist. Wie gesagt, der wichtigste Schritt bei dem Ganzen ist, macht die Wurzeln wirklich so sauber, wie es geht, denn ihr wollt den Dreck nicht im Substrat haben. Lasst die Pflanze wirklich akklimatisieren, macht da entweder eine kleine Plastiktüte drüber oder was weiß ich was. Genug Luftfeuchtigkeit, genug Wasser, wechselt das Wasser regelmäßig, denn der pH-Wert verändert sich, weil der ganze Dreck ja da noch drin ist. Und das wollt ihr halt eigentlich immer nicht und das sind eigentlich so die Hauptgründe mit dem. Ich befolge jetzt das, was auf der Verpackung des Düngers steht und haue jetzt da zwei Kappen Dünger rein und bin da irgendwie bei 2, 3, 4.000 Mikrosiemens. Da verbrennen euch die Wurzeln, da könnt ihr irgendwie, so schnell könnt ihr nicht Halleluja sagen. Das sind eigentlich so die Standardfehler, die man dabei machen kann. So und mehr ist es nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über ein Like und einen Kommentar würde ich mich freuen. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Wuff. Hehehehe